Ich bin Hauptfeldwebel Oliver Bender. 4 Jahre war ich Panzerkommandant auf dem Leopard 2A5, Truppführer in der Schutzkompanie und nun Videojournalist in der Redaktion der Bundeswehr. Mit dieser Serie möchte ich euch einen Einblick in die Bundeswehr geben. 4.30 Uhr morgens, und falls ihr euch fragt, warum ich so früh schon unterwegs bin, ich befinde mich heute in der US-Leber-Kaserne hier in Berlin. 1600 Soldaten sind kurz vorm Aufstehen und wollen natürlich auch verpflegt werden. Wie das Ganze aussieht hier in der Truppenküche, das schaue ich mir heute an. Einen wunderschönen guten Morgen, Olli, hallo. Grüß dich, Olli, in der Julius-Leber-Kaserne in der Truppenküche. Wenn ich so auf meine Uhr gucke, in 10 Minuten geht's los. In 10 Minuten schon? In 10 Minuten fangen wir an, da steppt dir der Bär. Ich würde dich jetzt einfach einladen. Ich habe schon was vorbereitet für dich. Okay. Ja, Jacke, Hose, und dann werden wir dich fordern. Okay, ich ziehe mich mal um und wir sehen uns gleich wieder. So, die Verwandlung hat stattgefunden. Genau. Olli sieht jetzt toll aus, ja, fast schon wie der perfekte Koch. Ja. Ich würde dir jetzt einfach mal unsere Küche zeigen. Wir machen mal so einen Rundgang. Aber wir müssen uns den Stuten, da vorne ist die Außenausgabe, da steppt jetzt der Bär. Wir gehen anschließend gleich vorne vor und dann wirst du ins Kampfgetümmel geschmissen. Also, dann zeigen wir dir mal die Küche. Das Wichtigste sind unsere Kippbratpfannen, unsere Konvektomaten. Darin machen wir alles, da backen wir unsere Brötchen. Damit braten wir, damit dämpfen wir, damit dünsten wir. Wir versorgen so ca. 1200 Soldaten hier bei uns in der Truppenküche. Ja. Wir haben 4 Köche hier zu arbeiten, wir haben 25 Küchenhilfskräfte. So, und hier im Anschluss ist das Tageslager. Hier lagern die Lebensmittel, die wir im Prinzip schnellstmöglich verarbeiten. Ja. Allerhand Zeug. Genau, wenn wir darüber gehen, da haben wir noch unsere Gemüseküche. Früher stand da eine große Kartoffelschälmaschine. Da muss man Gemüse putzen, ist alles nicht mehr. Wir kriegen vorbereitetes Gemüse, wir kriegen die Kartoffeln geschält und gegart. Ja, also für die Köche ist die Arbeit in der Truppenküche einfacher geworden. Du siehst, Olli, wenn wir jetzt hier durchgehen, da sind die ganzen Soldaten. Alles diszipliniert an der Ausgabe, aber dass noch disziplinierter werden soll, würde ich dich bitten, hier mit anzufassen. So, bevor ich gleich natürlich draußen an der Ausgabe tätig werden kann, ne, brauche ich erstmal noch ein paar Handschuhe, sodass keine Bakterien ins Essen fallen, Mütze auf den Kopf und dann geht's los. So, Quark ist auch wieder da, ne? Nicht vergessen. Jetzt wird die Wurst aufgefüllt. Gerade beim Frühstück ist natürlich alles da. Man sagt ja immer, die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ja, wir haben zum einen einfach, ja, ganz normale Dinge wie Müsli oder Brotaufstrich, ganz normal Wurst, Käse, verschiedene Brote. Ja, alles, was man so am frühen Morgen benötigt. Also ihr seht schon, alle Hände voll zu tun, ja, hier am frühen Morgen ganz viele Soldaten auf einmal, die kommen auch alle, ja, alle fast zum selben Augenblick. Da heißt es wirklich schnell arbeiten, schnell das Zeug wieder nachlegen, sodass auch jeder was zu beißen bekommt. So, der große Ansturm beim Frühstück ist jetzt vorüber, jetzt wird es Zeit für eine Pause, ne? Die haben uns reichlich verdient. Ja, Olli, Pech gehabt. Jetzt geht's weiter. Der Abwasch wartet auf uns. Wir müssen jetzt da einrücken. Und jetzt wird weitergearbeitet. Tut mir leid. So schnell kann's gehen. So, wir sind jetzt bei uns hier in der Spülküche. Ja, das ist also keine Haushaltsküche. Ja, hier kommen die Tabletts. Hier kommt das Geschirr. Ein großes Bandsystem haben wir hier. Ja, da vorne wird der Müll getrennt. Dann haben wir auf der einen Seite werden die Teller eingestapelt und auf der anderen Seite die Bestecks und die Tabletts. Das macht es euch dann einfach ein bisschen einfacher, genau, dass es auch zügig geht, richtig, weil es ja doch eine ganze Ecke an Geschirr, richtig, ne? Wir haben, wie gesagt, ca. 8000 Geschirr und Besteckteile und wir haben hier im Abwaschbereich 6 Kollegen zu stehen, die den Abwasch dann erledigen. Ja? Ja, da würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir machen uns auch direkt an den Abwasch. Out.
wünschte, ich hätte so ein Gerät zu Hause. Das würde mir einiges an Arbeit sparen. Ihr habt es vielleicht gerade gesehen, man hat alle Hände voll zu tun. Der Müll muss getrennt werden, man muss ganz viele Sachen gleichzeitig koordinieren. Aufpassen, was man macht. Hier ist wirklich jede Hand gefordert, sodass wirklich jeder in seinem Bereich agieren und arbeiten kann. Und ihr seht es hier vielleicht gerade schon, hier kommen dann die ganzen trockenen Tabletts, die trockenen Teller und das Besteck raus und muss dann auch weiter sortiert werden. Ja, hier draußen an der Tafel sind nochmal alle Gerichte dargestellt, die es heute zum Mittag geben wird hier in der Truppenküche. Wir hätten da zum einen das Lachsfilet in Dillsoße, Hähnchenbrust Hawaii mit Curry-Rahmsoße, sogar vegetarische Gerichte, überbackene Nudeln und so weiter und so fort. Das Ganze nochmal hinten gekennzeichnet, denn je nach Religion muss man sich auch auf die einzelnen Soldaten einstellen. Und was da hinten jetzt gerade gebrutzelt wird, das schaue ich mir gleich wieder an. Was wird hier mit Feines zubereitet? Flammkuchen. In 15 Teile schneiden. Flammkuchen in 15 Teile schneiden? Ja. Hast du mal gemacht? Nö. Nee. Das schneidet nur. Okay. Ja, nee, abbauen. Das heißt, Darmschnitt, Darmschnitt, 3, 6, 9, 12, 15. Das sind 15 Teile raus. Ja, okay. Dann mache ich am besten erstmal die langen, ne? Ja. Wir müssen das Ganze ja so portionieren, dass auch jeder was davon abbekommt, ne? Wenn viel Tee zubereitet werden muss, dann braucht man natürlich auch große Teebeutel. Das ist ein bisschen anders als zu Hause. Wie in der Truppe gibt es hier natürlich auch eine Waffenkammer. Hier ist das ganze Großgerät, mit dem dann wirklich die großen Mahlzeiten zubereitet werden. Chefkoch Bender empfiehlt an das Tomatensößchen eine kleine Portion Tomatenmark. Nicht nur, dass es unendlich warm ist, auch diese Riesenmengen zu bewegen, ist auf jeden Fall Knochenarbeit. Ihr seht schon im Hintergrund, die hungrige Meute steht Schlange. Wir haben 11.20 Uhr, es ist alles vorbereitet, das Essen liegt aus, sodass es auch jeden Augenblick losgehen kann. Und dann passiert der große Ansturm, alle Hände voll zu tun, hungrige Mäuler müssen gestopft werden und ich gebe auch gleich mit aus. So. Lass es dir schmecken, mit Liebe zubereitet. Dankeschön. Das Tolle am Verpflegungskonzept der Bundeswehr ist einfach die Tatsache, dass man sich neben seinen Hauptspeisen, die man sich frei aussuchen kann, vor allem auch noch die ganzen Beilagen wild miteinander kombinieren kann. So wird jeder satt und man kann vollkommen kreativ sein bei der ganzen Geschichte. Flammkuchen, Kartoffeln, vor allem die Hähnchenbrust mit Ananas und Käse überbacken. Alles, was wir heute den ganzen Tag hinten zubereitet haben. Ja, haben wir uns jetzt auch mal geholt, weil jetzt wird es auch mal Zeit für mich, eine Runde was zu verputzen. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Einblick bekommen, was es wirklich an Arbeit ist, so eine Truppenküche zu bedienen, dass die ganzen Soldaten auch wirklich gesättigt werden, ja, und was zu beißen bekommen. Das war's von meiner Seite. Schaltet auch wieder ein, wenn es wieder heißt, mit Olli. Haufe Ölbänder, ich melde mich ab. Ihr habt noch andere Themen, die euch interessieren? Kein Problem, ab damit in die Kommentare. Ach ja, und folgt uns auf YouTube, Facebook und Instagram. Das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal, euer Olli.